Ich wollte noch mal ganz kurz etwas zu dem Thema System sagen. Und zwar, wir sind ja alle Teil des Systems. Und ich höre ganz häufig von ganz vielen verschiedenen Menschen, ja, ich kann ja so oder so nichts ändern. Aber das ist ja genau das, woran es hakt. So, wir müssen einfach eine andere Einstellung zu unserem System bekommen. Und wenn wirklich jeder Einzelne sagt, er kann oder wir können das System ändern, dann können wir auch das System ändern. Ich meine, wir haben uns in so vielen verschiedenen Bereichen weiterentwickelt. Wir haben die Industrialisierung seit 150 Jahren, wir haben wissenschaftliche Felder in den verschiedensten Bereichen weiterentwickelt. Und wo wir uns nicht weiterentwickeln, das ist ideologisch. Unser System hakt. Wir haben seit 150 Jahren das gleiche System und das muss sich einfach langsam ändern. So wie es jetzt ist, gehen wir sozusagen in 30 Jahren den Bach runter und wir haben nur diese eine Welt. Und wenn diese kaputt ist, dann haben wir leider keine nächste. Das ist das Problem. So, danke. Finde ich gut, was Katja eben gesagt hat, von wegen, jeder sollte mal anfangen, irgendwie ja, was zu ändern, zu versuchen, was zu ändern. Ich weiß, wie ich vor knapp einem Jahr hier gestanden habe und euch gesagt habe, oh, ich gehe da mal runter, ja, ich guck mir das mal an. Sollte ja nur ein paar Wochen sein oder sowas. Jetzt sind es 9 Monate gewesen und ich gehe auch wieder zurück. Ich kann wirklich nur eins sagen. Wenn irgendjemand meint, er könnte nicht aus irgendwelchen Zwängen heraus, weiß der Geier nicht noch, ich habe ein Haus, ja, habe ich auch, ja? Oder ich habe diese oder jene oder welche Verpflichtungen. Fragt euch mal, ob das tatsächlich Verpflichtungen sind oder ob das Verflechtungen sind mit dem System. Fakt ist, Scheißdreck. Jeder kann das. Und wenn ich das immer höre, wie, ey, Wahnsinn, dass du da runtergehst, das ist total einfach. Man braucht Google Maps, da setzt man sich ins Auto und dann fährt man da rüber. Was man noch bräuchte, ist ein Visum nach Russland, okay, ja. Aber ansonsten kann doch jeder. Ich bin da unten angekommen, ich hatte nichts, null. Ich habe da unten eine Wohnung, ich wohne da ganz normal, ich bezahle meine Miete, ja, also ich bezahle auch mein Telefon, wenn es dann funktioniert, ja, alles ganz normal. Man muss einfach nur mal machen, und jeder kriegt das hin. Da ist Katja nichts Besonderes und ich schon erst recht nicht, ja, und ihr kriegt das auf die Reihe, ihr müsst es einfach nur tun. Und stört. Das System, wo immer ihr könnt. Ich bin an dem Punkt, ich habe mal in einer Skype-Konferenz gesessen, da war ich kurz in Deutschland, 2 Tage, habe mit meinen Freunden da unten in Donetsk telefoniert und ich habe die kaum verstanden, weil hinten die Bomben eingeschlagen sind. Und ich habe gesagt, ich werde den Teufel tun und hier noch in irgendeiner Form, irgendwo, dem Staat irgendetwas geben, was ihm nicht zusteht, was er dann rüberschickt nach Kiew, wovon die Bomben kaufen, mit denen meine Freunde getötet werden. Danke, Mann. Das ist auch wichtig tun, das ist auch das, was wir immer wieder sagen und aufrufen. Es sind immer ein paar wenige Aktive, die das auch immer hier gestalten montags. Kommt einfach und tut etwas, macht etwas. Ihr müsst nicht was Bestimmtes tun, schaut jeder selber, was liegt euch, wo habt ihr Spaß dran, was würdet ihr gerne machen, auch als AG, vielleicht weil wir nicht nur montags hier stehen, sondern wir machen sehr viele Sachen auch neben der Mahnwache. Einfach kommen und machen, Macher werden gebraucht und nicht nur die davon erzählen. Und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt oder die Zeit habt, um montags hierher zu kommen, man kann sich auch anders engagieren. Man kann dies in den sozialen Netzwerken tun, man kann die ganzen Hilfsorganisationen unterstützen, ob es jetzt Olisia ist mit ihrer Tütensuppen für Donbass, 9 Tütensuppen mal 50 Gramm in den Maxi-Brief und schon hat wieder eine Familie 4-5 Tage was zu essen. Oder man kann Klamotten sammeln, man kann Spenden einsammeln, man kann einfach sich informieren, seine Informationen weitergeben. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man schon mit ganz, ganz kleinen Schritten was bewegt. Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt dazu war damals in Berlin
bin ich aufmerksam geworden auf die Aktion Mütter gegen Krieg, die ich auch sofort mit unterstützt habe. Und ich stehe hier die ganze Zeit als Mutter. Und ich sage diesem System, dass sie meine Söhne nicht bekommt. Danke.